Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Terraria mit dem Zengis, da ist er, bleib hier, und dem Luminus. Genau, da der hier, Verrückte. Dem Luminus. Und das hier, das ist der NPC, dieser Bradley, den braucht ihr gar nicht beachten, den brauchen wir erst später. So, was ist Terraria? Das Terraria ist ein 2D, Blöckchenspiel. Und jetzt werden einige sagen, 2D. Es gibt, 2D, es gibt doch hier Minecraft und sowas, doch viel cooler. Nee, stimmt nicht. Doch. Ja, okay, von mir aus dann halt. Es gibt hier einfach so viel mehr, was man hier machen kann. Das ist einfach. Und man kann Kaninchen schlafen. Kommt Slime! Mann. Ja. Also ich hoffe mal, bei euch leckt der Server jetzt auch nicht so, weil, weil bei mir leckt der, also bei mir leckt das ein bisschen, also komischerweise, obwohl ich der Host bin. Wir müssen jetzt erstmal Holz sammeln, wie ihr seht, indem wir Bäume fällen. Es gibt eine Physik Engine, wie ihr seht, das heißt, die Bäume zerfallen auch richtig, ne? Das ist schon ein Vorteil zu Minecraft. Oder Nachteil. Hier, hier ist eben schon jemand gestorben, ich guck mal eben, wer das war. Ja, Luminus, das war ich, wurde ja durch. Ja, ich bin aber auch mal gestorben. Ich bin auch gestorben. Ja, ich weiß nicht, was diese in der Nähe bedeutet, aber egal. Da stand eine Todesmeldung, wurde durch, Punkt, Punkt, Punkt. Lustig. Ah, da fliegt eine Taube. Was bedeuten die Tauben? Nichts. Unheil. Nur, wenn die Tauben, böse werden, dann ist doof. Das werden die, glaube ich, bei Blutmond oder was. So eine Killertaube. Ja, das wären dann so voll die Killertauben. Sie sollten auch sehen, dass wir hier... Oh. Vitrinen. Ja, du bist schon wieder so ganz weit vorne, ne? Ich hab Fackeln gefunden. Ich hinke etwas. Ja, Fackel. Oh ja, ja. Ich meine, Fackel kann man ganz einfach selbst craften, aber ich räume das jetzt trotzdem schon mal alles ab. Kann ich. Die geben leider keine Erfahrung, ja, aber egal. So, ja. Hier ist Kupfer schon direkt, das ist gut. Ich sehe nichts. Ah nein, ich bin untergegangen. Ah! Ja, du kannst nicht schwimmen, also zumindest haben wir noch nicht die Items, um zu schwimmen. Das heißt, du solltest vorsichtig sein. Ich weiß, dass ich nicht schwimmen kann. Wir spielen übrigens eine große Map, es gibt mittel, klein und groß. So, und Sonnenblumen, wichtig jetzt für euch, Sonnenblumen nicht abbauen, weil die halten Corruption auf. Sonst haben wir hier überall bald, Man-Eater, also nicht bald, das dauert noch ein paar Stündchen, aber... die Corruption und die Dingens, die Breiten, das sind ja zwei verschiedene Spieler, sag ich jetzt mal. Das sind zwei verschiedene Weltarten. Das hier, wo wir sind, das ist das Normale. Aber es gibt halt Corruption und, Hello, also Himmel oder sowas. Das gibt's halt beides böse Viecher. Man muss zwar auch da hingehen, um zu leveln und sowas, also so verschiedene Items zu kriegen, aber man sollte trotzdem gucken, dass man da, wo man wohnt, das ist. Weil man kann, glaube ich, auch sein Bett kann man, glaube ich, auch nur da setzen, wo man, wo nicht, Corruption oder Hello ist, oder, Hello, Ether, nee. Egal. Ja, und wie ihr schon seht, ist hier laufen überall Schleims rum. Die spawnen nur am Tag und die geben im Schleim Kügelchen. Von denen. Und gehen einem tierisch auf den Nerv. Ja, und aus den Schleimkügelchen kann man Fackeln machen oder brennende Pfeile, wenn man Pfeile schon hat, oder lauter cooles Zeug. Also, das ist eigentlich so ein Grund, Ding jetzt mit davon, sollte man immer genug haben. Ich hab schon 175 Holz. Wir spielen übrigens auch Softcore und nicht Medium oder Hardcore, weil das ist einfach zu hart sonst. Das ist miese Viech. Das ist ja noch eins. Und ich hab dein Schwert, weil das irgendwie abhanden gekommen ist. Ja genau, man startet mit Kupferholz, Kupferkurzschwert, Kupferspitzhacke, die ist übrigens schon verzaubert, cool. Und eine Kupferaxt, damit startet man. Jedes Item, das man nicht craftet, hat hier eine bestimmte Eigenschaft. Nur wenn die gekauft haben, die keinen verzaubert eigentlich. Und das können auch schlechte Eigenschaften sein, die kann man bei einem NPC, den man später kriegt, kann man die halt wieder gegen Geld eintauschen. Ja, es gibt auch Geld. Kann ich auch gleich mal zeigen, die kriegt man, wenn man Monster tötet. Hier seht man, ich habe 56 Kupfermünzen, 11 Silbermünzen. Gibt auch noch Gold und Platin und jeweils 100 der einen gibt das nächsthöhere. Ey, den Baum hab ich gefällt! Wow, ich bin fast tot, Ich auch. Ist, glaube ich, eine ganz gute Idee mit der Spitzhacke auch, weil die Spitzhacke macht, glaube ich, noch mehr Schaden. Ja, und vor allem trifft sie leichter. Also meine nicht. Ja, muss mal gucken, weil ich habe 25% mehr Schaden. Ich habe 5 Nahkampfschaden. Ja, das macht sogar da kommt noch mehr. Ich habe eine 9% kritische Trefferchance auf meiner Spitzhacke und nur eine 4%ige auf meinem Schwert. Das hat nicht wahrscheinlich auch die Axt jetzt. Ich finde, diese Schwerter sehen immer aus wie so ausklappbare, ne? Florian, das gucken vielleicht Kinder zu. Also 250 ist maximales Deckgröße. Ja. Ja, aber ich meine, da kann Minecraft sich mal eine Scheibe von abschneiden, ne?
warum. Fände ich schrecklich, wenn das in Minecraft so wäre. Naja, man hätte nicht so ein Inventarproblem. Hast du mein Inventar? Oh, ja, hast du. Na, du doch auch. Also ich habe eigentlich normalerweise keine, weil ich eigentlich ganz gut umgehe, aber es gibt Leute, die haben da richtig Probleme mit. Ich brauche mal ein bisschen Steine, bringt mir das was, kann ich denn nicht die Steinspitzhacken oder so bauen? Nein, Steinspitzhacken gibt's nicht, aber Stein brauchen wir zum Beispiel mal ein Haus bauen wollen, ist das ganz praktisch. So, und den greifen wir jetzt an. Bam, 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 bam. Greif mich an! Achso, joint mal bitte alle der, roten Gruppe. Okay, mach ich muss jetzt erstmal... Inventar und dann, hast du da die Dinges. Achso, wenn wir sterben, wir verlieren keine Items, nur Geld. Und spawnen wieder am Spawn, sofern wir uns nicht im Bett einen Spawnpoint gesetzt haben. Was wir natürlich nicht haben. Warum stehst du in meinem Loch? Ey! Und wir sollten jetzt aber auch wieder zum Spawn zurückgehen, weil da sollten wir unser Haus bauen. Weil, wie gesagt, noch kein Bett und so. Boah, ich hab ein Leben bekommen. Boah, bist ja richtig cool. Tschüss! Hey, jetzt hast du oder habt ihr irgendwie so Lebensanzeigungen über dem Kopf? Die haben wir immer. Hä? Also nicht, aber ich habe vorher nicht so gesehen wie jetzt. Ja, das ist, weil du in der Party gejoint bist, deshalb siehst du das. Sonst sieht man das, glaube ich, nicht, ne? Nein. Exakt. Zumindest ist es nicht so deutlich wie jetzt. Oh, da unten ist schon Kupfer. Ich wollte gerade sagen, da blinkt irgendwas. Ich gehe mal lieber hier raus aus dieser Grotte. Komm, bitte ertrinke. Bitte. Wieso sollte ich? Ich würde dich auslachen. Ich kann leuchten, dann kann einer das hier abbauen. Okay. Ja, okay, ich komme auch mal mit runter. Aber ich glaube, ich werde erstmal ertrinken. Das ist übrigens Leuchtstäbchen. Ich habe die leuchten unter Wasser. Fackeln leuchten nicht unter Wasser. Ihr solltet hüpfen, dann ertrinkt ihr auch nicht. Ja, ja, klar, aber was ist denn mit der Fackel los? Puffvogel? Ja. Hallo. Ich höre euch. Ja. Das ist mir doch egal. Er ist mit dem Abbau und klappt gerade irgendwie. Ja, dann mal wieder hier raus. Mach was von oben. Jetzt geht er nicht mit dem Licht weg. Oh, Junge! Wir müssen jetzt schnell hier erstmal ein Haus bauen, weil gleich kommen jetzt fiesen Monster. Also nicht nur die Schleims, sondern die fiesen Monster. Du befiehlst uns, in das Loch reinzugehen und gehst dann vor uns mit dem Licht raus. Ja, natürlich. Also ich bin der Fackelträger. Spack. Ich bin der Träger der Weisheit. Du bist ein richtiges... Kann einer von euch nochmal kurz disconnect wieder drauf joinen, um zu gucken, wo der Spawn ist? Oder ich glaube, der war hier, ne? Der war da, ja. Ja, ja, gut, der dann war hier. Mach ich mal kurz den untersten Player hier weg. Hier sind unsere zwei Löcher. Okay, wie viel Holz habt ihr? 250. Sogar mehr. Ich hab 250 plus 64. Okay, dann mach ich the Workbench. Ah, ich hab mehr. 250 plus 24. So. Du hast mehr, was hat das denn für ein Fail? Wieso? Ich hab 250 plus 64. 64, ach so, 64 ist natürlich mehr, sag das doch. Also, wir sehen hier Mathekenntnisse unausreichend. Sagen wir mal ausreichend. Na gut. Klingt schöner. Hey, das Kaninchen, kann ich das töten? Ja, kannst du, gibt auch nicht. Das ist Kaninchen am Leben. Boah, ich hasse dich jetzt. Du hast ein Kaninchen getötet. Soll ich dir mein echtes Kaninchen zeigen? Nö. Kann man dir irgendwie helfen? Noch nicht. Ich muss erstmal hier ein Haus bauen, dass wir nicht gleich verrecken. Tun wir sowieso. Man muss immer pessimistisch denken. Wenn es dann doch geht, dann sind wir umso glücklicher. Luminus, was tust du da? Bist du Boss, das wieder ab? Just for fun. Junge, bau das wieder zu. So. Sonst kommen die Bösen. Die Bösen, ne? Rein. Die bösen Bubis. Genau. Können wir einen Pfeil, doch, Pfeile herstellen? Lohnt sich nicht. Ich finde Pfeile mal sehr, sehr doof. Ich will es mal ausprobieren. Wie viele Pfeile brauche ich so ungefähr? Du brauchst erstmal einen Bogen. Habe ich schon. Ja, dann weiß nicht. Du kannst, hast übrigens einen Munitionsslot im Inventar, da kannst du die Pfeile rein und dann hast du nicht das Inventar so voll.
Munitionsslot. Wo? Neben dem Geldslot. Da. Muss ich den irgendwie aufladen oder? Nein. Nein. Okay, dann bin ich jetzt unser Fernkämpfer. Verdammt, ich habe keine. Ich brauche eine Holzaxt. Warte mal. Was? Ja, soll Hammer, ich mir so einen Hammer? Ich habe gerade einen Hammer gemacht. Also. Ach Gott. Das ist ja ganz schwer. Ich kann ja einen Stuhl machen. Ja, könntest du theoretisch schon mal wirklich machen, weil die brauchen wir sowieso bald. Für NPCs. Können die nur sitzen oder was? Nein, aber die spawnen dann nur. Warum kann ich mir 100 Kupfermünzen herstellen? Weil du einen Silbermünz hast. Einer Silber. Das lohnt sich aber nicht. So. Soll ich mir ein Holzschwert herstellen, weil ich habe ja keins. Brauchst du eigentlich nicht. Okay. Okay, macht ihr schon mal einen Schacht nach unten, ich kümmere mich um NPCs und sowas, ja? Okay. Oh, ich hab 15 Stühle mal eben gemacht. Mach 16. Okay, und Stuhl. Gib die mir dann, bitte. Und... Ach, jetzt habe ich so Luminus gegeben, oder? Nee, hast du mir gegeben, Stühle? Ist in Ordnung. Dankeschön. Okay, und dann wollte ich mir noch irgendwas gerade machen. Moment mal, ich soll gleich... Gib mir mal ruhig noch ein bisschen Holz, dann kann ich hier schon mal... Wie macht man sich so eine Trittplatte? Eine Trittplatte? Wofür brauchst du eine Trittplatte? Ja, solche Bretter, die man laufen kann. Das geht ganz einfach. Soll ich mal eine Tür machen? Workbench, also. Eine Holzklappe? Hallo, braucht jemand eine Tür? Nein. Okay, mach mal. Ich hab schon welche. Och, komm schon. Hier, komm, kriegst du alle. Hier, so, hast du Türen. Ist das hier? Ach, sei glücklich damit. Ich hab Pilze, was mache ich mit Pilzen? Direkt da. So, ja, ist das jetzt ein gültiges Zuhause? Hier kann man gucken, ob das keine zulässige Behausung, warum nicht? Weil der Boden wahrscheinlich genehm ist. Tür. Weißt du, was ich vergessen habe zu machen? Was denn? Boah, hast du einen fetten Hammer. Ist ja der Hammer, was du für einen fetten Hammer hast. Ja, und dicker ist. Boah, der ist echt Wahnsinn. Wow, voll die Abrissbirne. Oh ja. Oh ja. Damit die Sternmützen auf. Was war das denn? Damit die auf sind gut. Die brauchen wir. Ah, Scheiße. Wieso habe ich eigentlich 9 Türen im Inventar? Weil Florian die, glaube ich, gemacht hat. Ich hab die dir gegeben. Sei glücklich damit, wie gesagt. Okay. So, ich jetzt ist das aber geeignet zu Hause, oder? Keine zulässige Behausung braucht nicht. So ich Licht oder was? Oh. Ja, dann keine Ahnung. Warte mal. Dann, warte mal. Ich stell mal ein paar. Kann ich schon ein paar Köln herstellen? Silber müsstest du haben und Holz. Keine zulässige Behausung? Warum denn nicht? So, jetzt hab ich mal. Weil keine Wand drin ist, ja. Klar. Mein Fehler. Was? Ach, guck mal, da ist so ein Auge. So ein... Es gibt in gewisser Weise nämlich doch eine dritte Dimension. Ach so, dahinter diese. Nicht ernsthaft, oder? Doch. Doch. Okay. Naja, dritte. Ja, okay. Zweieinhalbte. Ja. Buddel ich mich hier gerade richtig runter? Ja, das ist egal. Also ich würde nicht zu tief, aber so tief kommst du dann wahrscheinlich ja gar nicht. Du bist aber recht tief, ne? Nee, also das ist noch nicht tief. Diese Behausung ist geeignet, nee, na geht ja. Doch. Könnt ihr mir noch ein bisschen Holz geben? Warte mal. Nein. Doch, kann ich dir geben. Warte, wo bist du? Neben bist dir. Da. Ja. Ich sehe hier immer wieder irgendwie so komische... Brauchst du noch mehr? Nee, ja, ich hab's noch nicht aufgegeben, ja. Jetzt hab ich's aufgesammelt. Reicht erstmal, danke. Sei zufrieden. Oh, da ist eine Tür. Dieses Auge, ich sehe hier eine Höhle. Ja, geh rein. Florian, du kannst ja schon mal mitgehen. Und mach ein paar Bretter und... Warte, bevor du runterkommst. Ich mache dir mal kurz einen Weg. Ich wollte gerade sagen, wie bist du da runtergekommen? Bist du einfach gesprungen auf? Nee, du kannst an Fallschaden sterben.
noch. Es gibt später auch Items, die dagegen wirken. Jetzt einfach immer mit S runter, genau.